Hallo, Freunde, bei einer weiteren Map-Vorstellung. Heute ist die V-Terraforms dran. Wir schauen mal rein und wir sehen uns an der Endkarte, meine Freunde.
hier an der Endcard. Ja, das jetzt habe ich jetzt. Da habe ich jetzt zwei Städte ausgetestet mit dem Enden. Eine war so, ja, auch hässlich. Die andere haben erst dacht reingefahren, nicht weitergekommen. Okay, ja, das geht noch. Aber ihr habt bemerkt, ich habe ja den 1050er also Fendt 150er Vario genommen. Ja. Und jetzt habt ihr gemerkt, wenn ich umgekippt und hat das mit das Ding ein bisschen gesponnen. Ja, war nicht so lustig. Aber sonst, allgemein alles andere war schön, die Verkaufsstellen. Mir wird jetzt nach meiner Meinung her mehr Gebüsche gebracht, aber die Idee vom Ding aufstellen war gut. Anfangs das Ding. Eine sehr gute Idee. Sei ich nur essen kurz. Ja, ich fand schön. Mit allem. Also, alle Verkaufsstände waren schön. Aber allgemein alles schön. Hat mir sehr gefreut. Also, mir gefällt diese Map. Ja. Ich finde sie allgemein echt schön gemacht. Perfekt. Unterschiedliche Felder, unterschiedliche Verkaufsmöglichkeiten. Also nicht zu reklamieren. Wir könnten der ein oder andere Verkaufsstelle noch was ändern, aber ja, also besser gesagt nicht die Verkaufsstellen, sorry. Sondern die ein oder anderen Ecken von den Enden. Aber sonst ist sie eigentlich okay. In dem Stil. Ja. Sonst wirklich, wenn es euch gefallen hat, also ihr, was ihr noch Änderungen seht oder irgendwas, könnt mir das sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wer weiß, schaut ihr der ein oder andere Map-Vorsteller ja zu oder ein oder andere Map erbauen wir ja zu und dann ist es ja vielleicht nett, wenn man noch was Nettes hinzuschreibt, was man dort und dort noch was korrigieren kann. Und wenn ihr schon selber diese Maps gespielt habt, wie gesagt, ich habe genug Maps schon gespielt, dass man ein oder andere Auge gekriegt hat. Sonst echt schön. Ja, also, dann sage ich, wann hat das mit dem fetten Daumen nach oben da? Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, bitte aktiviere die Glocke, um nichts weiter mehr zu verpassen. Ich sage Daumen hoch. Bitte folge mir auf Twitter und Instagram. Das ist in meinem Titel, wird über den Abonnier-Button verlinkt. Und der ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator LP. Sonst schaut, was ich sonst für Videos gemacht habe. Und ciao, Leute.